nicht weiter. So. Ich finde auch die Öffnung hier geil. So eine riesen Öffnung gleich in Richtung Freiheit, ne? Also wenn man schnell rennen kann, dann ist man hier sofort frei als Sklave. Aber offenbar sind das alles fußlahme Leute. Gibt's bei dir noch was? Achso, der wollte ja Waffen von uns. Nö, die kriegt er nicht. So. Wieder auf ins Oberviertel und dann geben wir fix da unsere Quest bei Arnok, bei Umbrak ab. Beziehungsweise wir holen unseren Lohn dafür, dass wir hier für Umbrak die Mission erledigt haben. Und vielleicht betrauert er ja auch irgendwie mal seinen Freund, den Grompel, der ja jetzt tot in der Ecke liegt. Sorry Grompel nochmal, ne, falls du zuschaust. Aber, ja, ist mir egal. Was mir nicht so egal ist, ist gerade, wie das Spiel hackt. Ach, nee. Ich hoffe, das erholt sich mal. Ansonsten muss ich dann ja sowieso irgendwann mal wieder Schluss machen. Ja, mal gucken. Arnok, der Anführer der Rebellen am Pass, ist tot. Das ist gut. Dann wird es nicht lange dauern, bis der Rest der Bande sich ergibt. Du hast dem Volk der Orks einen großen Dienst erwiesen. Velia wird dich dafür belohnen. Du klingst etwas heiser, mein Freund. Hast du denn irgendwie zu viel geschrien am letzten Abend? Übrigens ist der Rest von der Bande auch schon tot. Wie wär's, wenn du mich dafür belohnst? Was willst du? Ruhm? Ehre? Davon hast du schon fast zu viel für einen Morar. Bitte. Wenn es dir um Gold geht, das kannst du haben. Und jetzt geh. Ich bin beschäftigt. Ruhm haben wir also schon fast zu viel für einen Menschen, ist klar. So haben wir auch das abgearbeitet. Und dann können wir jetzt wirklich mal in Richtung Süden gehen und mal schauen, ob da noch irgendwas abzuarbeiten ist. Wenn nicht, da ist es egal. So, ab geht er, der Peter. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Der Südausgang müsste ja der sein, den wir am Lager finden. Also bei der Mühle quasi. Guck mal. Die Mühle ist da drüben. Ich will hier durch. Lasst mich durch. Ich komme nicht durch. Ärgerlich. Muss ich halt hier rumgehen, ist auch okay. Ach Leute, das ist so ein Gehacke hier. Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Ich müsste echt mal meinen Lüfter putzen. Der ist garantiert total verstopft und deswegen läuft das Ding so heiß. Und weil das Ding so heiß läuft, denke ich mal, wird auch die Qualität drunter leiden hier von der ganzen Chose. Ansonsten würde es bestimmt gehen. Ich ziehe das jetzt aber erst nochmal durch ein bisschen. Ich habe jetzt nämlich gerade keine Lust, Schluss zu machen. Es macht gerade Spaß. Ach ja. Hier gibt es nichts mehr, ne? Für Quadir haben wir auch noch nichts, oder? Nee. Mit dem können wir bloß handeln momentan. Okay. Gut, dann gehen wir mal in Richtung... Na gut, Südwesten ist es. Aber es ist Richtung Süden, so halbwegs. Gehen wir raus. Und gehen Richtung Geldern. Genau da wollen wir hin. Wir sind ja jetzt auch meistens nach Norden raus und haben dort die Aufgaben erledigt. Deswegen machen wir ja jetzt hier nur quasi noch Vervollständigung der ganzen Sache, wenn wir nach Süden rausgehen. Komm. Geh sterben. Ach, ich hasse Blutfliegen. Ich hasse Blutfliegen. Diese nervige Giftattacke hatten die aber in den ersten zwei Teilen auch noch nicht gehabt. Da war das noch weitaus angenehmer, gegen Blutfliegen zu kämpfen. Und da waren das auch sowas wie Standardgegner am Anfang erstmal. Hasa, hasa, ha. Nix da. Du wirst mich nicht vergiften. Hallo Hirsch. Der Herr Hirsch kommt vorbei. So. Können wir weitergehen, ja? Das ist sehr schön. Und da kommen wir nämlich in ein kleines Holzfällerlager. Das wusste ich noch, dass das hier ist. Ich weiß bloß nicht mehr, was wir hier machen können. Ach doch, ich weiß es. Bleib stehen. Bitte. Was ist? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist doch kein Assassine, oder? Oder hat gerade die Lampe bei mir geflackert, in kleine Stromschwankungen unterwegs zu sein. Du weißt gar nicht, wer ein Assassine aussieht, oder? Nicht genau. Ich habe nur gehört, sie seien schon nach Seligen gekommen. Sie seien böse Menschen, heißt es. Ganz böse. Wovon lebst du? Ich bin Holzfäller und verkaufe Holz und Waldbeeren. An wen? An die Fischer aus Silden.
Die kommen recht häufig hier vorbei. Doch seit einigen Tagen kam keiner mehr. Ich frag mich, was da nicht stimmt. Ich finde den Sprecher etwas merkwürdig, muss ich sagen. Ich könnte nachsehen, warum die Fischer nicht mehr kommen. Würdest du das für mich tun? Dann kannst du gleich dem Fischer Stan dieses Paket Waldbeeren mitbringen. Er hat es bestellt, war aber noch nicht wieder hier, um es abzuholen. Ach nee, da muss ich ja wieder nach Silden zurück. Ach, sehr nervig. Na gut, was soll's. So, wir müssen sowieso nochmal nach Silden zurück für eine andere Sache. Und zwar, genau, für diesen Freund hier drüben. Für Will. War das mal deine Hütte? Nein, aber meine sieht fast genauso aus. Die Orks haben ganze Arbeit geleistet. Ich werde dich nun nach Silden bringen. Du Hämpfling, willst mich versklaven? Ja. Ich werde dich zerquetschen, du Mistkerl. Daran zweifle ich. Ich hätte eigentlich gern noch den Rest mit dir bequatscht, aber wenn das schon ganz oben als Auswahlmöglichkeit war, dann ist das jetzt auch egal. Ich finde auch geil, die anderen, die schauen einfach zu, wie ich den hier jetzt fertig mache und dann versklave. Oh, jetzt habe ich das Drücken vergessen. So, Questerfolg, besiege Will, Stärke plus 1, wunderschön. Die stört das gar nicht, dass ich jetzt hier jemanden versklave von denen, das passt schon so. Das muss so sein, denken die sich wahrscheinlich. So, jetzt muss ich bloß noch warten, bis der Junge endlich mal wieder aufsteht. So lange konnte ich mal was trinken. Wunderbar. Ja, ist doch richtig wohnlich, oder? Wir sprechen uns noch. Du wirst tun, was ich dir sage. Ich habe ja wohl keine Wahl. Richtig. Ich könnte dich auch umbringen. Du bist Holzfäller? Schon mein Leben lang. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den Wald machen sollte. Tja, da kannst du ja ein bisschen Holz für mich hacken eigentlich. Du bist ja jetzt momentan mein Sklave quasi. Du wirst mit mir nach Silden kommen. Was immer du sagst. Jawohl, ja. Ich bring dich weg. So, da haben wir gleich zwei Quests hier, wegen denen wir nochmal nach Silden müssen. Dann haben wir nämlich jetzt gleich den Sklaven für Quasir. Hieß er Quasir? Ja, ich glaube, ne? Oh, Drachenwurzel. Sehr schön, sehr schön. Die erhöht, glaube ich, irgendwie den Status ein bisschen. Wenn wir permanente Tränke brauen könnten, dann würde es den Status noch mehr erhöhen. Aber gut, können wir ja nicht. So, da haben wir gleich den Sklaven hier für unseren kleinen Assassinen. Und können noch diese blöden Waldbeeren abgeben gehen bei Stan. Dieser Hirsch, der macht mich fertig. Kommst du? Ich bin mir nicht sicher, ob der mir über die Brücke folgen wird. Denn da gab es immer gewisse Probleme bei Gothic 3. Aber sieht gut aus momentan, sieht gut aus. Na, bleibst du wohl, kommst du wohl? Folge mir. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Quadir, mein Freund. Ich habe einen neuen Mann für dich. Vortrefflich gemacht, mein Freund. Yeah. Hier, wir teilen uns den Erlös für den neuen. Klar, sehr gern. Da haben wir jetzt gleich Ruf bei der Assassinen erhöht und Ruf in Silden erhöht. Ist das nicht schön? So, da gehen wir jetzt nach drüben jetzt bei Stan vorbei. Und da haben wir nur noch die Aufgabe offen, den Sklaven, die Sklaven zu töten, die entlaufen sind. Kein Problem, mache ich gern. Bin ja jetzt einmal in der Metzelei drin. Wir sind ja jetzt einmal unmoralisch, da können wir es auch weiter durchziehen. Bist du Stan? Nein. Wohnt Stan hier? Nein, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, Stan hat da drüben gewohnt. Hüpf. Ah nee, Stan steht hier draußen, oder? Ist er das? Nee, Stan hat keinen Schild auf dem Rücken. Ah, ist das schrecklich hier mit dem Gehacke. Ja, komm, dann gebe ich jetzt das Quest ab, gehe zum Stadtausgang und dann beenden wir die Chose für heute erstmal. Kein Stan? Wo ist der Kerl? Die ganze Zeit habe ich den vorhin gesehen in der Stadt und jetzt, wo ich ihn mal brauche, ist er nicht da. Stan! Stan, wo bist du? Da ist Hutlord. Vielleicht ist Stan hier drüben. Hämmerst du, Stan? Nee, das ist Tammy. Ich habe eure Fischfässer ausgeliefert. Innos sei Dank. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Besten Dank, Fremder. Hier hast du ein wenig Gold für deine Arbeit. Oh, das ist aber nett. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Aber auch nur 500 Erfahrungspunkte dazu, das ist auch geil. Stan! Nein, nicht Stan! Wo ist der Kerl?
Ich will da noch mit Stan reden. Hast du Stan gesehen? Hast du Stan gesehen? Hast du Stan gesehen? In Silden werden mehr Wachen benötigt. Dann geh ich mal rüber. Sag Gelbhock Bescheid, dass ich ab jetzt in der Stadt bin. Klar. Okay. Das ist schön, dass wir jetzt hier noch einen rübergeschickt haben. Da können wir noch mal kurz bei Denpock vorbeischauen und unseren Ruf noch mehr erhöhen. Nix dagegen. Hast du Stan gesehen? Hast du Stan gesehen? Hat einer von euch Stan gesehen? Ach Stan, da bist du ja. Schön. Ich habe hier ein Paket für dich. Waldbeeren von Boze. Herrlich. Seit die Orks die Wachen verdoppelt haben, war ich nicht mehr bei ihm. Besten Dank dem Kurier. Hier, nimm. Dankeschön, Dankeschön. Gut, haben wir das geschafft. Dann gehen wir jetzt noch fix bei Denpock vorbei und dann noch zurück zum Holzfällerlager und dann hat sich die ganze Sache. So. Die grinsende Torwache, deren Sinn habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, die hat ja wirklich bloß blöd gequatscht und das war's, oder? So. Brontop bleibt ab jetzt in der Stadt. Gute Nacht. Hier, dein Lohn. So, da haben wir es nämlich auf 94 Ruf in Silden geschafft. Die restlichen 6 Punkte werden wir, denke ich, dadurch kriegen, dass wir für Zapotec die Sklaven töten werden, wenn wir die denn finden sollten. Und dann hätten wir in dieser Stadt tatsächlich 100 Rufpunkte erhalten. Das wäre doch ziemlich geil. So, wollte ich hier lang? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte beim Lager rausgehen. So, mit wunderschönen idyllischen 12 Frames pro Sekunde, so wünscht man sich das doch nicht. So, wie komme ich denn hier raus am blödsten? Ach, ich hasse dieses Sklavenlager, ich verirre mich hier immer, hier sieht alles gleich aus. Meine Güte, ich könnte wetten, jetzt bin ich wieder da rausgegangen, wo ich reingegangen bin. Alles blöd, alles blöd. So gut. Haben wir das Lager wieder gefunden. Jetzt gehen wir noch fix zu den Holzfällern rüber. Und dann gehen wir noch fix zu den Holzfällern rüber. Ja, schön. So flüssig will ich das haben. So muss das sein. Ja. Wunderschön. So. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute, denke ich mal. Es sei denn, dort wird sich jetzt noch irgendwas ergeben. Das glaube ich aber eher weniger. So, da haben wir auch genug geschafft für heute. Wir haben Silden komplett durchgeackert und haben sämtliche Quests hier erledigt. Wir haben unseren Ruf bei den Orks um einiges erhöht, haben Anok platt gemacht und haben für Recht und Ordnung im Norden Myrtanas gesorgt. So muss das sein. Nicht wahr, Ozep? Ich habe dein Paket dem Fischer Stan gegeben. Aha, warum kommen die Fischer nicht mehr zu uns? Die Orks haben ihre Wachen verdoppelt. Na gut, das verstehe ich. Ich danke dir. Hier, nimm dieses Gold als Belohnung. Danke. Du klingst wahnsinnig authentisch als Sprecher. Ich frage mich, wer dich eingesetzt hat. Na gut, ist egal. Man kann ja nicht nur bombige Sprecher haben für jede Position. Passt schon. So, ich muss aber nach Süden eigentlich. Das ist doch in die Richtung. Das verwirrt mich gerade. Ja, müssen wir sowieso, wenn wir nach Geldern wollen, sehe ich gerade. Ach kommt, wir gehen jetzt noch nach Geldern. Es ist ja nicht weit. Das passt schon noch. Das tun wir uns jetzt noch zusammen an. Ursamasaha! What the fuck? Ich speichere mal. Das sind Urviecher. Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Die habe ich ganz vergessen. Wollen wir uns mal probieren an denen? Also wenn das nicht klappt, dann mache ich Schluss für heute. Das wird jetzt quasi der Final Showdown für heute. Zwei gleich noch. Ach du Scheiße. Hallo, Mr. Urfi. Oh Gott. Na, das kann ja was werden. Ahaha. Ahaha. Ist ja nichts weiter. Ahaha. Gut, hat sich das erledigt. Meine Freunde. Dann kuscheln wir hier mal noch so ein bisschen im Gebüsch ab, während die Urviecher in der Gegend rumtrappeln. Also ich würde sagen, einen alleine davon traue ich mir zu, aber zwei auf einmal sind schwierig. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Dann geht's weiter nach Geldern im Süden. Schade, die Karte kann ich nicht mehr aufmachen.
Da werden wir Geldern durchackern. Dann gehen wir weiter nach Trelis, noch ein Stück weiter im Süden und dann geht's ab in die Wüste. Wird auch endlich Zeit, finde ich. So, ja. Na dann, würde ich sagen, bis bald, ne? Und, ja, herrlich, der Regen ist weg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Winke, winke und tschüss und gehabt euch wohl.